Hallihallo, ihr Lieben da draußen in der virtuellen Welt. Ihr seht mich heute, mich, sprich den alten Mann, bürgerlicher Name Werner Michael Heuss. In düsterer, grauer Umgebung. Das Video ist entstanden am Sonntagnachmittag, am Muttertag. Also hier war mit strahlendem Sonnenschein weniger. Es gab ihn, aber nur ganz wenig. Und ich hoffe für uns alle, dass es sich nicht in dieser Woche weiter so fortzieht. Denn es stehen an in der Zeit vom 11. bis zum 15. Mai laut dem Kalender die Eisheiligen 2020. Diese finden erfahrungsgemäß, das haben die vielen, vielen Vorjahre gezeigt, regional unterschiedlich an 3 bis 5 Tagen etwa zur Mitte des Monats Mai statt. Im 2018 war es ganz besonders verrückt, denn in vielen Gegenden Süddeutschland kam es bereits Mitte April zu heftigen Kälteeinbrüchen, sodass die Bauern, vor allem die Obst- und Wein Bauern bis zu außergewöhnlichen Maßnahmen greifen mussten, wie Strohfeuer, Paraffinkerzen bis hin zu Hubschraubereinsätzen, um Warmluftschichten in Richtung Boden zu bewegen und vielleicht einen Teil der Ernte zu retten. Und ich mag mir gar nicht ausmalen, was jetzt in dieser Zeit der Corona-Krise auch noch die Eisheiligen, wenn sie wie wild toben, ja, an Auswirkungen für uns hinterlassen könnten. Die Bezeichnung Eisheilige selbst geht auf alte Bauernregeln zurück, vor allem jedoch auf die jahrhundertlange Erfahrung und natürlich genaueste Wetterbeobachtung. Sie sind unter folgenden Namen bekannt: Mamertus, Pankratius, Servatius, Bonifatius und Sophia von Rom, auch bekannt als die kalte Sophie. Die alten Bauernregeln beziehen sich auf den julianischen Kalender, jedoch seit der gregorianischen Kalenderform im Jahr 1582 eingeführt, haben sich die Daten verschoben. So finden seit einigen Jahren die Kälteeinbrüche eigentlich erst rund um den 20. Mai statt. Und laut den Wetterfröschen in diesem Jahr wahrscheinlich zu den im Kalender angesetzten Zeiten. Die Namenstage der Eisheiligen sind aber im Kalender, im heutigen Kalender, auf ihrem alten Platz verblieben. Und zwar angefangen von Mamertus. Mamertus war ein katholischer Bischof, der um 400 nach Christus in Lyon, also in Frankreich, geboren wurde und am 11. Mai 477 nach Christus in Gallien starb, der öfters Wunder vollbracht haben soll und bei Fiebererkrankungen, großen Dürren und Erkrankungen der Brust um Beistand angerufen wurde. Und den haben wir direkt am Montag, dem 11. Mai, vor der Brust. Darauf folgt der Pankratius, der um 290 nach Christus in Phrygien, was in der heutigen Türkei liegt, geboren wurde und um 304 nach Christus starb. Dessen Name bedeutet das alles Besiegende. Und der beehrt uns dann vielleicht oder hoffentlich auch nicht am Dienstag, dem 12. Mai 2020. Darauf folgt Servatius, der den Legenden nach Bischof des im heutigen Belgien gelegenen Bistums Tongern war, von 340 bis 384 nach Christus gelebt haben soll und bei Fußkrankheiten, Frostschäden und Rattenplagen um seinen Beistand gebeten wird
Und zwar am Mittwoch, dem 13. Mai. Am Donnerstag, dem 14. Mai, folgt darauf Bonifatius. Bonifatius wurde den Überlieferungen nach in Rom geboren und um 306 verstarb er in der heutigen Türkei. Anfangs, obwohl er gar kein Christ war, jedoch christliche Reliquien aus Tarsus, also Tarsus der heutigen Türkei, nach Rom überbracht wurden, als er dort erlebte, wie Christen verfolgt wurden, ließ er sich aus Mitgefühl taufen, stand zu seinem Glauben und wurde schließlich dafür durch siedendes Pech hingerichtet. Sein Name bedeutet übersetzt der gutes Geschick Verheißende. Ja, und ganz zum Letzt folgt natürlich noch die kalte Sophie, die letzte der fünf Eisheiligen. Sie starb etwa um 304 nach Christus als frühchristliche jungfräuliche Märtyrerin. Teile ihrer Reliquien wurden nach Straßburg liegt direkt an der deutsch-französischen Grenze. Ich selbst habe den Straßburger Münster mir angeschaut, damals noch zu Zeiten. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist. Ich war das letzte Mal dort. Oh je, das ist mit Sicherheit über 40 Jahre her. Und das ist nur so ein kleiner Schlenker jetzt für euch. Damals rein konnte man immer, kein Problem. Und wenn man bestimmte Bereiche sehen wollte, die von großem Interesse waren, dann musste man, ich glaube, es waren 10 Pfennig oder was damals, in eine Box schmeißen und darauf wurde für einen bestimmten Zeitraum diese Sehenswürdigkeit beleuchtet. Ja, das war auch ein Modell der Kirche, um an unser geliebtes Geld zu kommen. Weitere Teile liegen in der Kirche Santi Silvestro e Matteo ai Monti in Rom. Die heilige Sophia von Rom wird oftmals gegen Spätfröste angerufen und um eine gute Ernte zu erbitten. Ja, und die haben wir am Freitag, dem 15. Mai 2020. Unterm Strich bleibt zu hoffen, dass die Eisheiligen sich in diesem Jahr, in Anführungszeichen, benehmen und nicht so viel Schaden anrichten wie im Jahr 2018. Und jetzt mache ich noch einen kleinen Schlenker, denn in dieser Woche würde normalerweise stattfinden, ich glaube diesmal wäre es in Israel, und zwar der Eurovision Song Contest. Ich weiß noch, wie ich mit der Oma damals gesessen habe, vor der alten Schwarz-Weiß-Kiste und wir uns das angeguckt haben und völlig fasziniert waren, wie hieß es damals? Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Und heute heißt es Eurovision Song Contest und ist ja eine reine Veranstaltung. Und aus diesem Grunde habe ich mal, ich glaube, es war auch 2016, ein Gedicht dazu geschrieben. Ach, war das früher doch ein Fest, der heutige Eurovision Song Contest. Oma, Opa, alle haben da gesessen, gebibbert, Salzstangen gegessen, ein Gläschen Wein wurde konsumiert, aufmerksam gelauscht. Was da passiert? Mit den Interpreten laut mitgesungen und hat es noch so falsch geklungen. Wir hatten stets alle einen riesen Spaß, heute alles Kommerz und alles blass. Denn im Osten wurde längst beschlossen, wer wird als Gewinner hochgeschossen. Die Punktevergabe ist nur noch eine Farce. Ich für mein Teil denke, abgekartet war's. Trotzdem werd ich's wohl wieder gucken, schummeln, ohne mit der Wimper zu zucken. Ja, und in diesem Jahr wird der Eurovision Song Contest 2020 ein Opfer des Coronavirus. Aber
In Deutschland zum Beispiel hat man sich Gedanken gemacht, wie man doch ein bisschen Ersatz schaffen könnte. Und deshalb lehne ich mich das erste Mal werbetechnisch aus dem Fenster. Und zwar sendet am 16. Mai, also am Samstag ab 20:45 Uhr im ARD eine Sendung Eurovision Song Contest 2020 - das deutsche Finale. Und dieses deutsche Finale präsentiert uns die wunderbare Barbara Schöneberger und zwar live aus der Elbphilharmonie in Hamburg. Die 10 Eurovision Song Contest Teilnehmer mit den meisten Stimmen aus dem deutschen Halbfinale werden live auftreten. Und zuvor wird in der Sendung Worldwide Wohnzimmer das ESC Halbfinale 2020 am 9. Mai die 10 Finalisten aus 41 internationalen Musikern gewählt. Und beim Finale am 16., also am Samstag, werden die Lieder der Finalisten präsentiert. Dazu gibt es auch einige Live-Auftritte, beispielsweise von Ben Dolig, der ursprünglich für Deutschland zum Eurovision Song Contest fahren sollte. So. Das ist für den Montag, ich denke mal, schon mal eine ganze Menge Information. Liebe Freunde, auch wenn es düstere Zeiten sind, Corona sowieso, wettertechnisch vielleicht auch, geht mit Schwung in die neue Woche. Haltet den Kopf oben. Meine Daumen sind für euch weiterhin sowas von festgedrückt. Ich wünsche euch toi toi toi. Bleibt gesund. Wenn ihr könnt, bleibt mir gewogen. Ich freue mich auf euch. Toi, toi, toi. Ich sag bis dann, euer alter Mann. Ciao, ciao, ihr Lieben.